8. April. Haben mit dem letzten Tropfen Treibstoff und Trinkwasser den Hafen von Singapur erreicht. Die Flüchtlinge dürfen nicht vom Schiff. Muss $5.000 Strafe an die Behörden von Singapur zahlen, wenn einer von ihnen vom Schiff springt und an Land schwimmt. Befürchten die Leute von der Gesundheitsbehörde, dass wir ansteckende Krankheiten an Bord haben. Doch sie verhalten sich menschlich, lassen uns in die Stadt. Weil wir von der Besatzung den ersten Abend in der Stadt in teuren Restaurants verbringen, plagt mich das schlechte Gewissen. Aber die erfolgreichen Rettungsaktionen haben uns so in Aufregung versetzt, dass wir sie mit einem schönen Essen feiern wollen. Familien dort mitteilen, dass sie überlebt haben, die Flucht gelungen ist. Auf dem Postamt in Singapur schlagen wir uns mit der vietnamesischen Interpunktion herum, schicken Briefe und Telegramme an die Verwandten unserer Freunde in den Vereinigten Staaten, in Australien, Kanada, Neuseeland, Frankreich, Italien und Deutschland. Alle Botschaften haben eins gemeinsam: Wir leben. Zu ihren Kindern genauso zärtlich sind wie die Frauen.